Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, auf meinem Kanal war es ja jetzt ein bisschen ruhiger, das habt ihr bestimmt auch gemerkt. Aber irgendwie fehlt mir im Moment die Zeit, meine angefangenen Bastelvideos zu vervollständigen und fertig zu machen. Ich habe einen Haufen angefangenes Zeug, aber naja, gut. Ich wollte euch eigentlich auch schon längst mal meine Vororder gezeigt haben. Allerdings, das habt ihr wahrscheinlich auch schon von ganz vielen gehört, war das dieses Jahr echt schwierig mit der Lieferzeit. Ich habe 2 Wochen auf meine Vororder gewartet. Und in der Zeit hätte ich Urlaub gehabt. Ich hätte voll Zeit gehabt. Und dann musste ich wieder arbeiten mit voll viel Termin. Und dann stimmte leider auch nicht alles mit meiner Bestellung. Das heißt, mir fehlen noch 4 In-Color-Farben. Ich musste was reklamieren. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeig euch jetzt meine Neuerwerbungen im Rahmen der Katalogtour. Die hätte ich sowieso gedreht. Das wird jetzt also so ein gemischtes Einkaufs- und Katalogvideo. Das kommt halt dann am Dienstag, wenn der neue Katalog gilt. Der gilt ja dann ab dem 2. Mai, das ist der Dienstag. Und wie ihr sehen könnt, hier sind so ein paar Marker. Es sind nicht wirklich viele. Die Orangenen bedeuten vielleicht. Dann gibt es noch Grüne, die heißen will ich haben, aber später. Und dann gibt es Rote, die möchte ich dann gerne schnell haben. So, wir konnten ja aus dem Jahreskatalog auch nicht alles vorbestellen. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die hätte ich gern schon bestellt und würde sie euch auch gern zeigen. Aber wir sind beim Jahreskatalog immer ein bisschen eingeschränkt. Ich denke, das hat mit den Lagerkapazitäten zu tun. Und deswegen kommt das dann so nach und nach. Der Haupteinkauf waren tatsächlich die neuen Farben. Das findet ihr dann am Ende vom Video. Vielleicht gibt es ja Leute, die das nicht interessieren, die können dann abschalten. Und ich habe heute auch mal versucht mit einem anderen Licht. Also ich habe hier normalerweise ein warmes Licht, weil ich finde, das sieht dann einfach sehr viel freundlicher aus im Video. Allerdings hat das den Nachteil, dass die Farben nicht so 100% gut dargestellt werden. Das heißt, was dann, was weiß ich, Bermuda-Blau sieht bei euch halt dann hellblau aus oder irgend sowas, ja? Und deswegen habe ich mir hier rechts und links 2 so Lampen mit kaltweißem Licht hingestellt, dass ihr die Farben ein bisschen besser sehen könnt, was mich total irritiert hier. Ich komme mir vor wie auf der Bühne mit Scheinwerferleuchten. So, also. Als erstes zeige ich euch etwas, was ich noch aus dem Ausverkauf bestellt habe. Das hier, das war eigentlich überhaupt nicht meins. Das war ein Mini-Katalog drin. Ist auch eigentlich gar nicht mein Geschmack. Das ist so ein Millionenset. Und ich habe es jetzt nur bestellt wegen den Stanzformen, weil die Stanzformen, die gehen raus, die sind reduziert. Ich meine, die haben 16 Euro gekostet. Und das Stempelset bleibt. Aber nicht im Katalog, sondern das könnt ihr dann in der exklusiv online oder online exklusiv. Ich kann mir jetzt irgendwie nicht merken, wie rum man das schreibt. Also auf alle Fälle gibt es ja diese Kategorie, wo es neue Produkte und in dem Fall jetzt auch alte Produkte aus den Katalogen nur online zu sehen gibt. Die werden in keinem Katalog abgedruckt und dieses Stempelset gehört dazu. Das könnt ihr also weiterhin erwerben. Nur die Stanzform nicht. Und zwar, die zeige ich euch jetzt mal kurz. Von der Jenny Pauli ist das kreiert worden. So. Und interessiert hat mich das eigentlich auch nur die Tür. ganz sicher sind hier ganz viele andere tolle Dinge noch drin. Ob ich so extrem dafür mit basteln werde, weiß ich nicht. Aber bei 16 Euro habe ich gedacht, also für die zwei, drei Sachen, die ich im Kopf habe, ist es okay. Und ich habe jetzt immer mal die Vorstellung, dass ich das dann besser wiederverkaufen kann, wenn man das gesamte Produktpaket hat. Also das Stempelset und die Stanzen. Genau, ich wollte nämlich noch ein bisschen was mit den Eiern machen. Ich weiß, die gehören ja eigentlich eher nach in die Osterzeit. Und ich habe gedacht, ich will trotzdem noch was mit den Eiern basteln, weil die mir so cool gefallen. Diese verrückten Eier von scrapbook.com. Und Scrapbook Forever, glaube ich, heißen die. Ja, SF stimmt halt, ne? Genau, und das hatte ich mir noch im Ausverkauf geholt. Und der Rest ist aber aus dem aktuellen Katalog.
Und jetzt geht's los. Also wir machen das mal auf. Das ist also das Design. Ihr seht hier auch schon neue Farben. Und ja, ihr habt am Anfang, ich glaube, ich muss euch mal ein bisschen höher stellen, dass ihr auch den ganzen Katalog immer seht. Ha, Kabel. Ihr habt da immer sehr schöne Beispiele. Also ihr könnt euch den Katalog auch ruhig mal in Ruhe zu Gemüte führen und euch mal die einzelnen Karten immer anschauen. Da sind immer schon sehr coole Bastelideen dabei. Das ist jetzt eine neue Produktreihe, die ihr hier auch seht. Und natürlich neue Farben mit den Gänseblümchen da. Und ihr habt hier ganz viele Details versteckt. Also vom Band über Stempelkissen, über fertige Kartensets. Hier seht ihr natürlich einen Stempel. Hier seht ihr Accessoires. Also so, dann habt ihr hier so ein bisschen die Familien der Inhaber, CEOs, wie immer man das auch sagt. Hier habt ihr ein Inhaltsverzeichnis. Da hat sich nicht viel geändert. Also ihr habt hier die Produktreihen aufgezählt. Das sind immer ganze Reihen, wo ihr Stempelsets, Stanzen, Papier, ein Band oder ein Prägefolder oder ein besonderes Spezialpapier oder irgend sowas noch alles zusammenpassend habt. Hier ist dann das Zubehör und Co. Ne? Also alles, was Papier, Farben und Bänder und sowas angeht. Ganz hinten natürlich, wenn man Gastgeber sein möchte oder wenn man einsteigen möchte, dann gibt es natürlich ein Inhaltsverzeichnis hinten nach Alphabet geordnet. Und hier habt ihr auch noch aufgeführt die Produktpakete mit den Stanzen. Da sind gemeint die Handstanzen. Produktpakete mit Stanzformen. Das sind also die Formen, wie wir gerade gesehen haben mit der Tür. Zubehör und Stempel. So, und hier habt ihr die Symbole. Also N bedeutet immer, und das ist dann auch rot abgedruckt, neu. Das gab es bisher noch nicht. Diese Uhr bedeutet, die Projekte gehen besonders schnell. Das bedeutet, ihr könnt die Stanzformeln auch durch die Mini-Stanzmaschine durchkurbeln, weil manche Stanzformen sind einfach zu groß, deswegen wird das gekennzeichnet. Distinctive bedeutet, der Stempel produziert ein Stempelmotiv mit unterschiedlichen Tiefen, also es soll sehr real wirken. Dann habt ihr hier Klarsichtstempel, wo man die Motiv, also wo man den von beiden Seiten benutzen kann. Das nennt sich reversibel. Dann habt ihr hier dieses ist das Millionenset. Das ist dann immer so ein bisschen golden abgedruckt. Das zeige ich euch dann. Wir haben übrigens ziemlich viele Millionensets in diesem Katalog. Ich glaube, 7 Stück habe ich gezählt. Und das sind die Sprachen, in denen das Stempelset erhältlich ist. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Symbole. So. Dann haben wir natürlich hier noch so allgemeines Blabla. So, hier habt ihr auch noch Inspirationen. Hier werden die Stempel nochmal erklärt. Da könnt ihr nochmal genau lesen, was das bedeutet. Großes Thema natürlich die neuen Farben dieses Jahr. Und hier habt ihr was über die Stanzen und Stanzformen, die Farben. So, hier sind die Komplettsets übrigens, die findet ihr auch nur online. Die sind im Katalog nie abgebildet, da kommen immer neue Sachen dazu. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob von den ganz anfänglichen Komplettsets irgendwas schon nicht mehr erhältlich ist. Habe ich überhaupt nicht im Kopf. Da ist die erste Produktreihe, das heißt bezaubern. Und das Thema sind Ballons feiern, sieht man ja. Das ist also komplett neu. Produktreihe bedeutet immer, ihr habt eine Bestellnummer, wenn ihr alles davon haben möchtet. Dann könnt ihr euch das Eintippen von 4 oder 5 verschiedenen Bestellnummern sparen und nehmt das. Da habt ihr keinen großen Preisvorteil, außer dass das Produktpaket natürlich mit 10% drin ist. Aber es macht den Bestellprozess einfacher und schneller. Hier habt ihr enthalten ein Designerpapier, ein Spezialpapier, das Stempelset mit Stanzformen. So, das heißt, ihr habt halt hier jetzt in dieser Reihe 2 verschiedene Papiere und ein Produktpaket drin. Und ja, also ihr seht, ich habe hier ein vielleicht. Das, was ich mir ganz sicher holen werde, ist das Designerpapier. Ich mag ja gern so knallige Farben und da bin ich hier gut aufgehoben. Bei diesem Spezialpapier weiß ich noch nicht, ob ich das haben möchte, weil ich habe unglaublich viel Spezialpapier. Ihr glaubt gar nicht, ich bin gerade noch am Aufräumen und Sortieren hier, damit ich irgendwann mal meine Roomtour drehen kann. So, also dieses Set hier, das sind übrigens Klarsichtstempel. Und ihr kriegt auch immer empfohlen, welche Stempelblöcke ihr dafür benötigt von der Größe her. Und die Sprachen, die seht ihr natürlich hier. So, und hier habt ihr ganz viele Beispiele. Also Schüttelkarten schreien ja förmlich, ne, bei diesem Set.
So, dann haben wir hier etwas Neues. Das ist ein englisches Set mit passenden Stanzen. Das sind so Karussellpferde, ne? So diese Karussells, wo man das auf dem Pferdchen reitet. Finde ich jetzt sehr speziell, spricht mich jetzt nicht an, aber ja, man weiß es nicht. Hier haben wir doch schon das erste Millionenset. Also hier seht, da steht auch immer dabei, von wem das ist. Also mir sagt die jetzt nichts, Jessica Taylor, keine Ahnung. Schön ist, dass es, ich denke mal, dass das eine Amerikanerin ist, dass es in Deutsch übersetzt wurde. Und dazu passend gibt es eine neue Handstanze in einer Größe, die wir noch nicht hatten. Die habe ich tatsächlich. Die kann ich euch zeigen. Nein, das ist die falsche. Das war die eine Nummer kleiner. So. Aber jetzt zwei. Zwei, drei Achtel, sieht man das? Hier bin ich. Uhu. Also diese Kreisgröße hatten wir noch nicht. Die gibt es als Produktpaket zusammen mit dem Stempelset. Hier habt ihr halt runde Sprüche, wo ihr dann perfekt mit diesem Stanzer ausstanzen könnt. Den Stanzer habe ich mir geholt. Das Set selber spricht mich persönlich jetzt nicht so an. Vielleicht ist das ja eins, wo man dann so tolle Sachen sieht, dass man sagt, oh, ich brauche es doch. Aber ihr seht, ihr habt hier für jede Gelegenheit, also Glückwunsch und Dankeschön und mit lieben Grüßen, alles Gute. Hier habt ihr so einen Cupcake. Den finde ich ganz niedlich, aber jetzt nur wegen dem Cupcake wollte ich mir das jetzt kaufen. Hier ist auch ein Happy Birthday dabei. Das haben sie nicht übersetzt, was aber vielleicht auch nicht schlecht ist. Ich habe schon gehört, das finden einige super. Und ihr könnt natürlich hier auch dekorieren. Ihr habt hier so ein bisschen mehr mit Sonne, also was Maritimes. Ihr habt ihr Blümchen und hier so Muschelgedöns. Genau, und hier oben habt ihr immer diese schönen Kartenbeispiele. Das sind nur ein paar Kartenbeispiele. So, dann haben wir hier wieder ein Millionenset. Also ihr seht, das geht jetzt Schlag auf Schlag. Das ist allerdings auf Englisch. Da gibt es passende Stanzformen dazu und das ist auch nicht neu. Ich meine, das war im Mini-Katalog drin und wurde übernommen. Das heißt, ihr habt hier englische Sprüche und ihr habt Stanzen. Also man sieht das, wenn das hier so umrandet ist im Katalog, dann gibt es Stanzen dazu. Ich halte es mal ein bisschen näher. Da ist die Farbe so ein Ticken anders. Könnt ihr das erkennen? Und das heißt, ihr könnt alle diese Sprüche passend ausstanzen. Ist für mich jetzt völlig uninteressant, weil ich mit englischen Sprüchen nicht viel arbeite. Und deswegen. Aber vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die da englischsprachige Freunde, Familie oder sowas haben. Da würde sich das vielleicht anbieten, ne? So, dann haben wir hier was Neues. Das nennt sich Lazy Days. Es ist auch in Englisch, aber vielleicht ist man ja einfach von diesen Motiven verzückt. Da hat man jetzt hier so ein bisschen einen Schaukelstuhl, so ein bisschen Teppich. Hier Balkon oder Terrassenpflanze, ein Kübel, hier so ein bisschen, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? So kunstvolles Deckengebilde. Ihr habt Stanzformen dazu, die auch durch die Mini-Stanzmaschine passen. Da habt ihr zum Beispiel hier dieses Symbol. Und hier oben seht ihr Möglichkeiten, wie ihr das verarbeiten könnt. Und da habt ihr zum Beispiel auch den Hinweis schon auf einen Prägefolder, der dazu passen könnte. Wir haben einen neuen 3D-Prägefolder, altes Mauerwerk mit so ein bisschen, das soll ein bisschen aussehen, als wäre es schon kaputt. Und genau, also das ist neu. Und es sind Klarsichtstempel, genau. So, dann haben wir ganz viele Sachen im Jahreskatalog, die wiederholt drin sind, die nicht neu sind. Zum Beispiel das mit den Kirschen. Ihr habt aber bei diesen älteren Sets, die nicht neu sind, immer neue Kartenbeispiele hier drin. Also könnt ihr euch natürlich auch wieder inspirieren lassen. So, hier ist wieder ein neues Set, saisonale Zweige. Da haben wir jetzt hier verschiedene Sprüche für ganz verschiedene Anlässe. Und ihr habt hier so Zweige mit Blättern, Blüten, Knospen. Die könnt ihr zusammensetzen. Das seht ihr hier auf den Beispielen. Und ihr habt natürlich Stanzformen dazu. Ihr könnt diese Stempelmotive hier ausstanzen. Und es gibt auch extra noch so ganz zarte Zweige. Da weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das brauche. Ich muss mal gucken. Das ist so ein Set, wo ich erstmal abwarte, was ich für Ideen damit sehe. Das sind Klarsichtstempel. So, dann haben wir jetzt hier das Filigran Floral. Das wurde übernommen aus dem Mini-Katalog.
Das habe ich ja schon, deswegen ist hier ein Haken, also nicht irritieren lassen. Und ihr seht natürlich hier an dieser farbigen Umrandung, dass es dafür Stanzformen gibt. So, hier haben wir ein neues Sprücheset. Das ist ein Gummistempelset. Das heißt Gedanken an dich. Und ihr habt hier zum Beispiel auch Trauersprüche drin. Also in stiller Trauer aus tiefstem Herzen. Und auch hier, das Herz findet Trost in mitfühlenden Gedanken und Ruhe durch die Kraft der Zeit. Also, falls euch Trauersprüche fehlen, hätten wir es hier was. Hier gibt es natürlich auch Danke und natürlich gibt es auch ein bisschen positivere Sprüche. Dann haben wir hier ein englisches Set Handmade Hugs. Das sind Klarsichtstempel. Dazu hier gibt es eine Handstanze. Die ist allerdings nicht neu. Und ihr seht hier oben Kartenbeispiele. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was mich jetzt nicht so anspricht. Und hier haben wir zum Beispiel zum ersten Mal so ein Projekt, wo die Uhr dran ist. Das heißt, das geht sehr schnell. Ihr habt halt hier ein Designerpapier. Und ihr nehmt das Etikett hier drauf, den Spruch, ein bisschen Band, fertig. So, dann hier haben wir Sets, die übernommen wurden. Also da muss ich jetzt nicht vieles sagen aus der Natur und das heimelige Licht. Die gibt es halt nicht mehr als Produktpaket, aber das könnt ihr alles einzeln noch kaufen, die passenden Stanzformen. Das koloriert ist auch weiterhin drin. Dann diese Herzensbrust ist drin, die Stiefmütterchen, die sind geblieben. Die sind jetzt also nicht neu. Dann haben wir hier ein neues Set. Das finde ich sehr speziell. Einfach cool heißt das. Und so, wurde kurz unterbrochen. Ich hoffe, ihr habt kein Geschrei auf meinem Video. Also das ist so, ich weiß nicht, Imogdi ist ja so ein bisschen bayerisch, ne? Brezen und ich weiß nicht, was das ist hier, so ein Apple Pie? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus dem Eis, eine Cola und so. Also vielleicht gibt es ja Leute, die genau das brauchen. Hier oben haben wir dann so ein paar Beispiele dazu. Ist jetzt nicht so meins. Dann haben wir hier ein neues Set. Leider auf Englisch, aber ihr habt hier so Glaskannen und Zitrusfrüchte. Also da könnt ihr dann hier euch so die Kannen zusammenbauen. Da gibt es auch Stanzformen dafür mit Gläsern. Ihr habt Füllstempel, also ihr könnt diese Kannen und die Gläser auch schon bestempeln, dass sie gefüllt aussehen. Ein bisschen ein Blümchen und sowas. Das heißt, das sind so Two-Step-Stempel. Das heißt, ihr könnt in zwei Schritten dieses Motiv stempeln und kolorieren. So, und die Stanzformen passen durch die Mini-Stanzmaschine. So, dann haben wir die nächste Produktreihe. Die heißt Shoppen und Genießen. Da habt ihr da drin diesmal ein Designerpapier, ein großes. Dann habt ihr hier so Schüttelpailletten. Und ihr habt ein Stempelset mit Stanzformen dazu. Und das Papier, das ist leider immer sehr. Ihr seht da sehr wenig im Katalog. Ich weiß nicht, ob man auf der Webseite, wenn man es im Online-Shop anschaut, ob man da mehr sieht. Es ist jetzt kein Papier, was mich anspricht. Ich werde es mir nicht bestellen. Aber ihr seht hier zum Beispiel auch immer, das habe ich noch gar nicht dazu gesagt, welche Farben in dem Designerpapier enthalten sind. Das ist auch immer sehr gut. Falls ihr noch Anfänger seid und ihr sagt jetzt, also die Reihe muss ich haben. Und ihr habt auch noch keine Stempelkissen oder irgendwas, dann könnt ihr euch an diesen Farben orientieren, die im Designerpapier drin sind, zum Beispiel. Und sagt dann, ja, die zwei, drei Farben, die gefallen mir. Die passen ja eigentlich auch immer sehr gut zusammen. Und dann könnt ihr mit ein paar wenigen Farben schon starten. Hier habt ihr wieder Beispiele. Es ist ein Klarsichtstempelset. Und als Produktpaket bekommt ihr, wenn ihr das zusammenkauft, in der Stanzform immer 10% Rabatt. So, dann haben wir die Zitronen, die sind übernommen worden. Mit den Stanzformen. Mit guten Gefühlen, dieses Sprücheset wurde auch übernommen. Das habe ich auch. Habt ihr wieder Beispiele dafür? Völlig neue Beispiele, nicht wie im alten Katalog, sondern neue, frische Beispiele. Dann haben wir hier etwas Besonderes. Das ist auch nicht neu. Und Tutonflora, das wurde auch übernommen. So, dann haben wir hier Schöner Park. Das ist auch nicht neu. Und Familienfest. Das ist hier sehr, sehr klein abgedruckt. Hier seht ihr Abbildung in 40% der Originalgröße. Das habe ich auch. Das ist relativ gut, wenn man so ungewöhnliche Sachen braucht wie Tante
Schwiegertochter, Schwägerin oder so, das findet man ja nicht so oft. Da kann man die Karten noch sehr gut personalisieren. Petal Park ist auch übernommen, das ist auch nicht neu. Dann haben wir Allerbeste Grüße, das ist nicht neu. Und die Apfelernte, die kennt ihr ja auch schon, den Landhauskranz. Dann haben wir hier die fantasievollen Jahreszeiten, die sind auch nicht neu. Dann haben wir hier wieder etwas Neues. Berührende Botschaft nennt sich das. Das sind Klarsichtstempel. Und das ist so ähnlich wie dieses Millionenset vorher, nur ist es auf Deutsch. Ihr habt hier verschiedene Sprüche und es gibt Stanzformen dazu, die euch diese Sprüche ausstanzen. Also man kann das natürlich mit der Schere machen. Aber wenn ihr es einfach haben wollt, könnt ihr Stanzformen dazu benutzen. Und diese Stanzformen haben natürlich auch noch extra Elemente hier drin, zum Beispiel diese Blümchen. Und dann gibt es Herzen noch da drin. Ich glaube, das sieht man jetzt hier auf den Karten nicht. Aber hier sieht man so ein bisschen was. Also hier sind noch so ein paar Herzen. Und da bin ich am Überlegen, ob ich das brauche. Ihr seht, es ist ein vielleicht. Dann haben wir hier das mit dem Rentier und der Lichterzauber. Das wurde übernommen aus dem Mini-Katalog Herbst-Winter war das. Das ist auch aus dem Mini-Katalog Herbst-Winter im Geäst mit diesem tollen Vogel. Und hier oben seht ihr auch ab und zu, wenn diese Beispiele sind, da wird auf ein paar Produkte hingewiesen, die hier auch verwendet wurden. Da seht ihr dann, auf welcher Seite ihr die findet. So, dann haben wir hier die Jahresringe, die wurden übernommen. Die feierlichen Anhänger wurden übernommen. Jetzt werdet ihr sagen, da sind ganz schön viele alte Sets drin. Das liegt einfach daran, dass der Jahreskatalog dafür gedacht ist, dass alle Bastler angesprochen werden. Vor allem auch Anfänger und sehr viel Basic-Material drin sind. Und die Mini-Kataloge Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter, die sind eher speziell ausgerichtet für Bastler, die schon, naja, ein bisschen fortgeschritten sind. Da sind dann sehr viel speziellere Sachen drin. Deswegen findet ihr hier immer viel Wiederholungen von Sets, die aus einem Mini-Katalog dann übernommen werden, wo man sagt, das könnte man auch mit zu den Basics nehmen, ne? Und manche Sachen laufen einfach gut. So, dann haben wir hier die nächste Reihe Party im Zoo. Da habt ihr das Thema Tiere, wie ihr am Stempelset schon seht. Also ihr habt hier ganz verschiedene. Es ist so ein bisschen auf niedlich und wenn ihr darauf steht, Stempelmotive auszumalen, zu kolorieren, dann ist das natürlich perfekt. Ihr seht, es gibt auch zu diesen Tierchen Stanzformen. Es gibt ein passendes Designerpapier und in diesem Designerpapier findet ihr jetzt nicht nur diese Tierchen aus dem Stempelset, sondern auch noch ganz viele andere. Hier habt ihr Beispiele. Es gibt ein Doppelpackband dazu und es gibt Stanzformen, zum Beispiel, also natürlich die Stempelmotive, aber auch ganz viele andere. Hier so ein Vorhang und so, ja, Gardinenstange, sage ich jetzt mal, mit so Wellenkante, ein paar Bäumchen, ein paar Blümchen, Wolken, sowas ist dabei. Ist jetzt nicht ganz so meine Reihe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele total cool finden. Die Farben gefallen mir auf alle Fälle, die hier drin sind. Da sind ja auch einige neue dabei, Limette. Neue alte Farben, Limette. Und ja, dann haben wir hier, ihr seht, da ist ein Vielleicht. Ich mache es mal kurz weg, damit ihr diesen Vogel hier seht. Also, die sind relativ einfach, die Vögel, aber ich finde die zum Schießen komisch. Und man kann denen ja eine Brille aufsetzen. Also, das seht ihr zum Beispiel hier. Ich finde das total cool. Und da bin ich noch am Überlegen, ob ich das brauche. Aber ich stehe auf witzige Karten. Das sind Klarsichtstempel und da gibt es auch keine Stanzformen dazu. Aber mit den Büchern natürlich finde ich auch sehr cool. Da muss ich noch überlegen, aber ich finde das sehr witzig. Dann haben wir hier wieder was mit Hühnern. Also gefühlt haben wir jetzt in jedem Katalog irgendwas mit Hühnern. Das sind jetzt neue Hühner. Das eine will offensichtlich Skateboard fahren. Hey Chuck heißt es. Es sind englische Sprüche. Die Stempelmotive könnt ihr aber ausstanzen. Und ihr seht, in den Stanzen ist noch ein bisschen mehr drin. Also wir haben jetzt hier so Wetterfahnenstange, ne? Und das hier ist wohl so eine Art Sonne. Zum Beispiel. Also ihr seht, das wurde hier hinten als Sonne verwendet. Und ja, und die passen durch die Mini-Stanzmaschine. So. Dann haben wir das Osterset aus dem Mini-Katalog Frühjahr Sommer. Das wurde in den Jahreskatalog übernommen.
Ich meine, dass seit ich bei Stimping Up bin, das noch nicht passiert ist. Also war bisher immer so, dass das Set im Minikatalog war und dann war es halt weg und im nächsten Minikatalog gab es halt ein neues. Das wurde jetzt übernommen, auch mit der Handstanze. Dann haben wir hier fröhliche Etiketten, das ist ja auch nicht neu. Dann diese Gänse sind nicht neu. Dann haben wir hier dieses mit dem Fiesta ist nicht neu. Die Äffchen, die sind neu. Also ihr habt jetzt süße Äffchen. Für einen von denen gibt es eine Handstanze. Da könnt ihr das Äffchen mit der Banane und ich glaube, hier kommen noch so zwei Punkte. In anderen Videos habe ich schon gehört, das sollen diese Ohraussparungen sein. Und das Gesicht, also man kann sich diesen Affen auch nur mit der Handstanze zusammensetzen und dann dieses kleine Gesicht hier reinstempeln. Das geht. Ich gucke jetzt mal. Hier in einem Beispiel seht ihr das. Da wurde das so gemacht. Aber ihr könnt natürlich auch dieses Stempelmotiv einfach ausstanzen. So. Das hier ist übrigens wieder ein Millionenset. Also, die tummeln sich gerade im Jahreskatalog hier. Dann, das hier ist ja nicht neu, die großen Wünsche, die sind ja übernommen worden. Dann haben wir hier ein neues Früchteset. Wir haben immer irgendwie ein Früchteset. Diesmal ist es die Kiwi. Also, hier habt ihr zum Beispiel ein Kartenbeispiel für die Kiwi. Der Milchshake, das ist ja nicht neu, das wurde übernommen. Dann haben wir hier ein neues Sprücheset, kleine Grußvielfalt, das sind Klarsichtstempel. Und da hat man ja so ein paar große Sprüche, die man dann hier so kleine Sprüche kann man noch ergänzen, vielleicht für innen rein in die Karte oder so. Da habt ihr natürlich jetzt hier auch ein paar Kartenbeispiele, diese sind, wenn es dann um Sprüche geht, die auf Deutsch sind, die sind aber meistens auf Englisch. Also die übersetzen das dann für die Katalogbilder nicht oder nehmen dann nicht noch extra ein deutsches Set. Also nicht wundern, das ist halt jetzt statt dem deutschen Danke, ist es halt hier ein Thank you. So, und hier seht ihr eine neue Stanzform. Die ist neu und die ist dann ohne ein passendes Stempelset, die wurde aber hier verwendet und das kann man hier so ein bisschen erahnen. Die findet ihr dann weiter hinten bei den Stanzformen. So, dann haben wir hier wieder ein Millionenset. Offensichtlich eine, ich kenne die auch nicht, Kelly Acheson, Exon, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Die steht anscheinend auf Prinzessin. Zauberstab, Prinzessinkrönchen, so ein bisschen. Also, die sind halt auf Englisch, die Sprüche. Und hier habt ihr Kartenbeispiele. Und hier wurde ein Klemmerpapier verwendet. Das seht ihr hier in der Ecke. Und das findet ihr weiter hinten bei den Spezialpapieren. Und vielleicht wird der ein oder andere denken, wow, das kenne ich doch. Ja, das gab es mal in der Celebration. Und das ist jetzt im Katalog. Und zwar mit zwei verschiedenen Farbtönen. Das werden wir dann weiter hinten sehen. So, dann haben wir hier kleine Träume, heißt das. Hier haben wir also wieder niedliche Tierchen. Eignet sich auch wieder wunderbar für Babykarten. Und also Elefant, Löwe, Kuh und ich weiß nicht, was das hier ist, so ein Streifenhörnchen oder sowas. Es sind Gummistempel und ja, passende Stanzformen dazu. Da ist auch dann hier noch so eine kleine Stanze, die dann so kleine Sternchen hier ausstanzt. Das könnt ihr hier sehen. Und passen alle durch die Mini-Stanzmaschine. So, der Käfer wurde übernommen. Die Igel sind noch dabei, der Vogel ist noch dabei. Dann, das ist aus dem Mini-Katalog übernommen, das Wetterfest. Da gibt es halt jetzt das Papier nicht mehr dazu, aber das Stempelset habt ihr natürlich noch. Ihr habt ja wieder neue Ideen für Karten. Dann haben wir ein neues Set, ein Danke für alle Fälle. Da habt ihr jetzt hier, für also anscheinend so ein Dankeschön, wenn jemand krank gewesen ist oder so. Also wir haben hier so ein bisschen ein Pflaster, ein Blaulicht, eine Trillerpfeife. Das ist doch so ein Abhörgerät, was der Arzt hat, ne? Und ein großer Stift. Prinzipiell finde ich ja so Sets mit Pflaster und sowas ziemlich gut, aber mit dem Rest kann ich nicht so viel anfangen. Deswegen steht das jetzt bei mir nicht auf meiner Liste. Es sind Gummistempel übrigens. So, dann haben wir hier an meiner Seite, das ist auch nicht neu, das wurde übernommen. Und hier haben wir eine neue Produktreihe. Die habt ihr bestimmt in ganz vielen Videos schon gesehen. Dass wir dann halt hier das Designerpapier in verschiedenen Blautönen haben. Dann haben wir hier einen Prägefolder dazu. Das geht so ein bisschen unter, finde ich. Also auf dem Bild könnte man jetzt denken, man kriegt da irgendwelche Geschenkschachtel. Es geht tatsächlich um diesen Prägefolder.
Dann haben wir hier einen Stempel, der ist im Ganzen. Ja, viele haben halt dann erst gedacht, das wären verschiedene Stempel, jede Reihe für sich. Das ist aber tatsächlich im Ganzen dieser Stempel. Der spricht mich jetzt nicht so an. Vor allen Dingen würde mich stören, wenn man da alles auf einmal abstempeln muss. Also man kann natürlich mit den Markern jede Reihe einzeln kolorieren oder man stempelt halt alles und verwendet den Rest mal woanders. Auseinanderschneiden finde ich schwierig. Das würde gehen. Aber ich glaube, dass die dann sehr instabil sind und man diese Sechseckform halt nicht mehr hat. Sind es überhaupt Sechsecken? Nee, sind Achtecken. Aber die Stanzform dazu, die finde ich mega cool. Da habe ich nämlich jetzt in meinem letzten Technikbuch eine Karte dabei gehabt, Teleskoping-Technik. Das wäre mega geil, damit zu machen. Also die Stanzformen, denke ich, werde ich mir schon holen. Den Stempel brauche ich nicht und das Designerpapier ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Geschmack. Aber ich weiß, dass diese Reihe unglaublich beliebt ist. Und ihr habt natürlich hier das neue Boho-Blau drin und das Abendblau, was ja wieder zurück ist. Und das neue, nicht das neue. Das alte Babyblau und Marineblau ist noch dabei. Also wer jetzt auf Blau steht, der ist da im siebten Himmel, ne? So, dann haben wir hier ein neues Set. Liebevolle Wünsche heißt es. Ihr habt ja verschiedenste Sprüche für die verschiedensten Anlässe, was ja jetzt sehr modern ist, in verschiedenen Schriftarten in einem Spruch. Und dann könnt ihr hier noch so ein paar Blümchen euch zusammensetzen. Das sind Klarsichtstempel. Und hier haben wir Textured Floral. Also wieder was Englisches. Das ist ein Two-Step-Stempelset. Das heißt, ihr stempelt zweimal in dem Motiv. Und also damit ihr das füllen könnt. Ihr könnt halt dann. Distinctive ist es auch noch. Steht hier. Das ist cool, dass ihr so verschiedene Tiefen habt. Ich weiß nicht, ob ihr das von so weit seht. Also hier bei der Blüte kann man das gut sehen, ne? Diese verschiedenen Tiefen, die der Stempel da kreiert. Sehr schön. Und dann haben wir hier auch Stanzformen dazu. Und ihr seht, natürlich könnt ihr die Stempelmotive ausstanzen, aber ihr habt auch noch verschiedene Zweige hier dazu. Die sind extra. Ist auch immer sehr schön, dass ihr seht, die so ein bisschen hier auf diesen Karten. So, dann haben wir Wiesenruhe. Das ist nicht neu. Das hier ist allerdings neu, zeitlos arrangiert. Da bin ich auch noch am Überlegen. Wir haben hier ganz viele Sprüche. Ihr seht, für diese hier gibt es extra Etikettenstanzen. Seht ihr hier? Auch diese Motive hier, die könnt ihr ausstanzen. Das Besondere an diesem Set ist, dass ihr so kleine Balken habt. Also an der Stanzform selber, hier seht ihr das wahrscheinlich ein bisschen schlecht, aber vielleicht hier. Ihr könnt natürlich bei einigen hier so einen kleinen Spruch reinstempeln an euch oder irgend sowas. Das würde schon reinpassen. Aber eigentlich ist es gedacht, dass ihr das hinter so ein großes Etikett hinterkleben könnt. Da habt ihr nicht das Gefummel mit diesen Mini-Zweigen, sondern ihr habt da so einen Streifen, den ihr dann dahinter klemmt und ankleben könnt. Da könnt ihr diese Etiketten noch etwas verzieren. Das sind Klarsichtstempel. Und die Stanzformen passen durch die Mini-Stanzmaschine. Dann haben wir hier Darling Details. Details? Naja, meine Englischaussprache sei mir hoffentlich verziehen. Es ist auch wieder ein Distinctive Set, also verschiedene Tiefen im Stempelmotiv. Und ihr könnt halt erst quasi diese Grundlinien stempeln und dann könnt ihr das füllen, genauso mit den Blättern hier. Und hier habt ihr sogar noch quasi einen dritten Schritt. Habt ihr sozusagen noch die Blattrippen. Dann habt ihr hier ganz interessant verschiedene Stanzformen natürlich, also für die Stempelmotive. Das seht ihr hier die Grundformen, die könnt ihr ausstanzen. Und dann habt ihr hier so verschiedene Rahmen. Könnt ihr das erkennen? Hier so eine Bordüre. Und das seht ihr hier ganz gut auf diesen Kartenbeispielen. Die Bordüre und die Rahmen seht ihr hier. Also wem sowas gefällt, dem könnte man dieses Set empfehlen. Die Sprüche sind leider auf Englisch. So, dann haben wir hier die Stanze Elegante Etikettenbordüre. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob die neu ist. Habt die Handstanzen nicht immer alle so im Kopf. Aber das hier ist neu. Gut getippt heißt das. Schreibmaschine. Und hier so verschiedene Buchstaben. Und dann natürlich so ein bisschen
was man zum Verzieren nehmen kann. Also ihr habt hier so ein Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel, tolles Deutsch. Ist ein Klassikstempel. So, dann haben wir hier wieder eine Reihe. Die heißt Elegante Töpferkunst. Und ihr seht, hier sind sehr viele erdige Töne drin. Unter anderem auch die neuen braunen Töne, die wir haben, die mir alle gut gefallen, weil ich finde, wir haben bei Stamping Up nicht so viele verschiedene braunen Töne. Ich finde das ein bisschen mager, das Angebot bisher. Ist schade, dass jetzt Wildleder weg ist, aber wir haben jetzt dafür also dieses Pekanuss und das Kupferbraun. Also mir gefällt das sehr gut. Und so ist das Designerpapier auch aufgebaut. Ich habe hier also ganz viele neue In-Color-Farben drin, ne? Und das Pfauengrün ist wieder zurück. Dann habt ihr hier noch eine spezielle Kordel. Das seht ihr hier auf dem Beispiel. Und hier seht ihr das auch nochmal. Und ihr habt natürlich ein Stempelset und entsprechende Stanzformen. Also es ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber ich muss mal abwarten. Also ich glaube, da gibt es einige coole Kartenideen dann damit. Ist auf alle Fälle auch, ich glaube, ziemlich cool für Männerkarten, wenn man jetzt nicht so mit Rosen oder irgend sowas da drauf blinken will. So Topf mit Zweig drin oder so. Würde bestimmt gut gehen, ne? Von den Farben her auch. Also ich bin sehr gespannt, was ich da so sehen werde. Dann haben wir hier ein neues Stempelset. Das ist ein Millionenset wieder auf Englisch, mit dem ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen kann. Also wir haben jetzt hier diese langgezogenen Sprüche, die sind da wohl dazu gedacht, dass man die dann hier reinsetzen kann zum Beispiel. Ja, seht ihr ja auch so ein bisschen ja, Ideen dazu. Das ist übernommen worden und das gab es ja auch schon. Und hier haben wir noch so elegante Bordüren, die hier verwendet wurden. Und auch so ein paar Steinchen, die sehen wir ja dann weiter hinten. So, dann haben wir hier gemeinsam mit Zeit. Also hier haben wir ein Set mit einer Sanduhr, das ist sozusagen das Zentrum. Das gibt es auch als Stanzform. Und da kann man also das Stempelmotiv ausstanzen. Ich meine, dann gibt es separat noch eine Stanzform, wo man sich unabhängig vom Stempelmotiv eine zusammenbauen kann. Und hier mit einem Banner, wo diese Sprüche da reinpassen. Und hier oben habt ihr Beispiele. Und also nach meinem Empfinden schreit das ja schon wieder nach einer Schüttelkarte, ne? So, dann haben wir hier rustikaler Strauß, das ist nicht neu. Everlasting Beauty, das ist auch Englisch. Die Schrift ist jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Eventuell, dass man sagt, oh, auf die Blume habe ich gewartet, dass es da mal einen Stempel gibt oder so. Ne? Da haben wir jetzt hier verschiedene Blumen, aber nagelt mich nie fest, was das alles ist. Ist das hier eine Ranunkel oder sowas? Und eine Glockenblume und keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Hochzeitsset. Zwei Herzen, ein Ja sind Gummistempel. Und da seht ihr dann hier zum Beispiel eine Idee, was man damit machen könnte. Warmherzige Worte, das sind wieder sehr große Sprüche, wenn man also ganz schnell eine Kartenfront füllen möchte mit einem sehr großen Spruch, ist so ein Set immer sehr dankbar. Da haben wir jetzt hier auch zum Beispiel eine Idee. Da kann man dann viel Designerpapier zum Beispiel einsetzen. Dann haben wir eine neue Reihe, Glück am Hafen. Also das ist jetzt natürlich auch wieder maritim. Ich habe das Gefühl, sehr viel Angeln als Thema. Und da habt ihr jetzt hier verschiedene Fische. Und nein, meine, das ist irgendeine Art von Köder, aber ich kenne mich da nicht aus. Und da sind verschiedene Sprüche drin. Alles Gute zum Ruhestand, alles liebe Papa. Dich lasse ich nicht mehr vom Haken. Viel Glück im neuen Lebensjahr. Und es gibt dazu Stanzformeln. Interessant finde ich ja jetzt diese hier. Da habe ich erst überlegt, aber hier ist ein Beispiel dafür, wie man das verwenden kann. Sieht aus wie so ein Aufbewahrungskasten für Angelzubehör. Wäre jetzt meine Idee dazu gewesen. So, und dann haben wir natürlich ein passendes Designerpapier dazu. Und es gibt einen Prägefolder. Der heißt wie gedrehte Seile. So, und das sind Klassikstempel. Genau. Dann haben wir hier, ach, dieses Kabel. ein englisches Set mit Thema Pizza. Supremely awesome.
So. Ja, es ist sicherlich kein Set, was ich mir bestelle, aber für Essensgutscheine zum Beispiel cool. Ja. Dann haben wir hier Positiv Element. Das ist jetzt quasi so ein bisschen auf Chemie gemünzt. Ist mal was komplett anderes. Ist auf Deutsch. Sind Gummistempel. Und kann man bestimmt sehr spezielle Karten damit kreieren. Also hier haben wir dann zum Beispiel eine Karte, eine Idee oder hier. Ihr habt ihr natürlich auch für die Pizza und auch für dieses Set. Das, denke ich, ist jetzt super gut für zum Beispiel Geburtstagseinladungen für Kinder, Geburtstagskarten für Kinder. Achtung, Baustelle mit Baufahrzeugen. Oder vielleicht hat man ja auch jemanden in der Familie, der in dieser Branche arbeitet. Da wäre das natürlich auch cool, ne? Das sind auch Gummistempel. So, dann haben wir hier ein Set. Da bin ich immer überlegen. Ich habe gar kein Blättler hingemacht, aber okay. Das Thema Reisen. Verschiedene Arten von Koffern und Ticket mit Stadtführer. Bin ich noch am Überlegen, ob ich das brauche. Haben wir hier auf alle Fälle ein paar Beispiele. Und dann haben wir, das wurde ja übernommen. Das, mein lieber Mann. Dieses hier ist neu mit den Tieren. Da haben wir ein anderes Set auch noch. Ich meine, das ist auch noch ein Katalog. Das müsste jetzt dann da kommen. Hier haben wir jetzt die Giraffen und die Faultiere und die Pinguine mit englischen Sprüchen. Und ihr seht hier zwei Beispielkarten. Und dieses Set ist ja nicht neu. Das gab es ja schon. Das ist aber so vom Stil her, würde ich sagen, sehr ähnlich, ne? So, die beiden sind auch übernommen worden. Da gehen wir jetzt einfach schnell drüber. Und hier ist noch eine neue Reihe. Die möchte ich gerne haben, weil die Farben sind halt meins. Das springt mich gleich so an. Weiß ich noch nicht so genau, wie ich da das mit dem Astronauten machen werde. Aber die Stanzformen finde ich natürlich mega cool mit den Planeten auch und so. Und naja, ich kaufe dann meistens das Stempelset mit dazu. Und dann gibt es hier noch so ein Design, nicht Designpapier, ein Spezialpapier, so holographisch, wo dann in verschiedenen Farben schillert. Da bin ich sehr gespannt, wie das in echt aussieht, aber wir konnten uns das leider nicht vorbestellen. Und natürlich jede Menge Beispiele. So, dann haben wir hier, das mit der Motorradfahrt wurde übernommen, das mit dem Segelschiff wurde übernommen. Das ist auch kein neues Set. Da können wir also schnell rübergehen. Hier haben wir jetzt wieder eins, was sich super eignet, auch für Teenie-Karten, finde ich. Da bin ich immer so ein bisschen am Sammeln. Jetzt haben wir hier Fahrräder, zwei verschiedene. Ja, Roller sagt man doch nicht, ne? Skater oder sowas. Ein Skateboard. Und das finde ich auch ziemlich cool. Für so Vintage-Karten zum Beispiel. Leider sind die Sprüche auf Englisch, das ärgert mich schon ein bisschen. Und die Stanzformen sind cool. Da kann man sich nämlich extra noch so Fahrräder hier zusammensetzen. Kann man so ein bisschen sehen. So, dann kommen wir zu dem, was wahrscheinlich von dem haben schon alle gehört. Und tatsächlich kann ich euch jetzt mal was zeigen, was ich schon habe. Oho, das konnte man ja vorbestellen. Auch ein Millionenset und ich finde das also extrem gut gelungen. Das ist das einzige von den Millionensets im Katalog, was mir ehrlich gesagt gefällt. Aber Geschmäcker sind verschieden. Das ist ja von der Irene Wendland und die hat das gemacht. Also ich kann jetzt mit dem Thema Nähen und Stricken und so nicht so viel anfangen. Aber die Stanzmaschine ist natürlich schon der Hammer und die Pinsel und so. Und in den Stanzformen, es ist ein Klarsichtstempel. Zack. Und es sind Distinctive-Stempel, was ich immer gut finde. Ja, tue ich das immer nur so grob abstempeln, damit ich weiß, welches Motiv wo ist. Und ihr seht, ich habe damit schon gebastelt. Da kann ich euch mal ein Bild einblenden von den Katalogbeigaben, die ich für meine Bestandskunden gemacht habe. Da habe ich auch natürlich zum Thema die neuen Farben genommen. Und da habe ich unter anderem sehr viel aus diesem Set verwendet. Und ja, also ich habe euch das Buch jetzt oben drüber gelegt, das Bild oben drüber gelegt und das sind die Stanzformen und da ist natürlich
Sehr cool, die Schere und der Papierschneider. Und bei der Irene auf dem Kanal, da seht ihr ja sehr viele Beispiele, Bastelbeispiele, die sie damit macht. Und also ich habe auch schon so ein paar Ideen. Also dieses Set finde ich tatsächlich extrem cool und das war mir sofort klar, dass ich das haben muss. So. Da, und die passen durch die Minimaschine, die Stanzform. So, und hier habt ihr natürlich auch noch ein paar Beispiele. So, dann diese beiden Sets sind nicht neu, aber ihr habt natürlich neue Beispiele hier drauf. Das hier ist neu, finde ich auch cool, muss ich auch haben. Mein Sohn ist nämlich auch so einer, der gerne da auf seiner PlayStation sitzt, ne? Und da bietet sich das hier natürlich super an, ne? Ich habe tatsächlich schon mal so eine Karte gebastelt, die wie so ein Controller aussieht, aber ich hatte kein Stempelset oder irgendwas zur Verfügung. Genau. Und hier sieht man schon wieder diese neuen Stanzformen, die bei mir übrigens einen roten Zettel haben. Die sehen wir dann weiter hinten. Da kann man jetzt hier zum Beispiel auch wieder sehen, was man damit machen kann, ne? So, dann hier meine neue Reihe. Die heißt Farbenfrohe Pflanzenwelt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese fantasievollen Texturen, so von den Stempelmotiven her. Vom Papier her ist es natürlich völlig anders. Ihr kriegt hier noch ein Band dazu. In, ist das Lagunenblau? Ich gucke gerade mal. Ja, Lagunenblau ist eine neue Farbe, eine neue alte Farbe. Und es gibt hier ein Produktpaket mit zwei Handstanzen. Das heißt, ihr seht hier so ein paar Ideen damit. Da könnt ihr natürlich einen Spruch reinstempeln, aber ihr könnt die auch als Deko-Elemente benutzen. Und hier seht ihr auch mal, wie diese Stempelmotive abgestempelt aussehen. Ist jetzt nicht ganz so mein Stil, aber gibt es bestimmt ganz viele Fans davon. So, das gab es schon. Layering Leaves. Hier haben wir das mit Blättern und Sprüchen. Das ist anscheinend auch wieder ein Millionenset. Leider auf Englisch. Deswegen ist das jetzt ein Set, womit ich nicht viel anfangen kann. Sind Klarsichtstempel und die passen zu einer Handstanze, die wir schon länger im Programm haben. Die Stanze Zweige. Die ist also nicht neu. Dann haben wir gern genutzte Grüße. Noch ein Millionenset. Ist aber nicht neu, wurde übernommen. Und die sind tatsächlich auf Deutsch. Da habt ihr die Sprüche, also nicht extrem viele Sprüche, sondern oft die gleichen Sprüche in verschiedenen Größenschriftarten. Und ja. Dann haben wir hier die Flaschenpost, die ist nicht neu. Das hier ist neu. Bold Bouquet. Was immer das auch übersetzt heißt, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir natürlich hier wieder Blüten mit englischen Sprüchen. Es sind Klarsichtstempel und ihr habt Stanzformen dazu. Habt ihr die Möglichkeit, diese Stempelmotive auszustanzen, aber ihr habt hier auch noch Extras, sehe ich. Also dieses lange hier, die sind, denke ich, extra. Die haben nichts mit dem Stempelmotiv zu tun. Da seht ihr jetzt hier oben so ein bisschen den Einsatz von den Stanzformen und den Stempeln. So, dieses Set hier, Wildromantisch, das wurde übernommen und das hier ist neu. Also für alle, die gerne Landschaften zusammenbauen, ist das, glaube ich, wieder ein Muss. Naturschönheiten heißt das und ihr habt hier verschiedene Landschaftsformen, die könnt ihr hier in den Beispielen schon mal sehen, ihr ganz verschieden, je nachdem, welche Farben ihr verwendet, kombinieren könnt. Zum Beispiel mit der Meeresbucht, die aber nicht neu ist. Ist auch ein Millionenset, ne? Also ihr seht, wie ich auf die Zahl 7 komme. So, dann haben wir hier eine Reihe meisterhafte Werke. Ich stehe ja eigentlich schon auf kräftige Farben, aber das ist mir tatsächlich zu wild. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage. ich weiß jetzt nicht so richtig, das wirkt so ein bisschen so abstrakt. Das ist nicht so wirklich das, was meinen Geschmack trifft. Die Farben sind auf alle Fälle der volle Knaller, aber ich würde keine Verwendung für das Designerpapier finden, bin ich ganz ehrlich. Dieses Stempelset jetzt wiederum, da muss ich einfach mal abwarten, was ich da für Werke damit sehe, denn ich kann mir vorstellen, dass sich das echt gut zu allen möglichen Anlässen macht. Und das schreit ja hier wieder nach Vintage, ne? Und auch das. Und es gibt hier noch Stanzformen dazu.
Und zwar sind die außer diesem Spruch völlig unabhängig von den Stempelmotiven. So, dann haben wir hier Vertical Blooms. Also, ja, man sieht, es geht alles von oben nach unten. Das ist nicht neu. Das ist neu. Auch wieder ein Millionenset. Das heißt Kaffee in Freundschaft. Ihr habt hier jetzt wieder, ich sag mal, ein Menschenstempelset. Und wer auf sowas steht, für den ist das bestimmt total cool. Da könnt ihr wieder kolorieren. Ihr könnt das natürlich auch mit vielen Sets kombinieren. Eine Kaffeeeinladung vielleicht oder so. Es sind Gummistempel. Und ja, hierzu gibt es jetzt keine Stanzformel. So, dann haben wir hier Marvelous Nature. Das finde ich unglaublich interessant. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen als Stempelmotiv. Also die Sprüche sind halt auf Englisch. Ich muss abwarten, was es damit für Beispiele gibt, weil die Beispiele im Katalog überzeugen mich jetzt nicht so wirklich. aber da bin ich offen. Also Schwalben sind ja, oder sind das Mauersegler? Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob Schwalben oder Mauersegler sind, aber könnte interessant sein. Also da warte ich mal ab. So, das hier, das kennen wir schon. Und das ist neu. Also ihr seht jetzt hier an den Kartenbeispielen, was ihr damit machen könntet. Entspricht jetzt nicht so meinem Geschmack. Sind Klarsichtstempel und Distinctive, das heißt, mit verschiedenen Tiefen wird das abgestempelt. Jo. So, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Hier haben wir wieder mal ein Schmetterlingsset. Enchanted Butterfly. Da sehen wir hier und hier so Kartenbeispiele. Das sieht ganz nett aus, aber ich muss es nicht haben. Das ist jetzt aber zum Beispiel ein Stempelset. Ich glaube, das ist jetzt neben den Schildkröten das erste Stempelset, wo ihr beide Seiten vom Stempel benutzen könnt. Also da habt ihr die eine Seite mit den Konturen und dann die andere Seite als Füllstempel. Da habt ihr also gar nicht so extrem viele Stempel in diesem Set, aber ihr habt doppelt so viele Stempelmotive, die ihr damit machen könnt. So, dann haben wir hier den Gänseblümchen-Traum, den habt ihr ja ganz bestimmt schon sehr viel gesehen. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das Stempelset mit den Stanzen unbedingt brauche. Ich habe ja noch die alten Gänseblümchen-Stanzen, also die Handstanzen. Und ich bin mir sicher, die kann man super zu diesem Designerpapier kombinieren. Ich bin noch nicht so ganz erwärmt für dieses Set. Das Designerpapier fand ich allerdings schön und das habe ich mir bestellt und das kann ich euch zeigen. Und ich hoffe, jetzt lohnt sich das mal, dass ich dieses Licht rechts und links aufgebaut habe. Also, ihr habt hier von den Farben her Kupferbraun, Wilder Weizen, Pfauengrün, Bohoblau, Malve und Kieselgrau. Also, lauter neue Farben. Außer dem Pfauengrün, was ja schon mal da war, sind es tatsächlich alles neue Farben. Und wir haben jetzt hier zwei Bögen, wo ihr quasi schon Kartenfronten fertig habt. Die sind halt zweimal. Und auf der Rückseite haben wir immer so eine Art Wischtechnik oder ja, so gemalerten Hintergrund, was ich auch sehr schön finde, weil man manchmal ja echt so richtig schöne, schlichte Hintergründe braucht, damit das Motiv selber so richtig schön knallen kann, ne? Also das haben wir. Dann haben wir hier so eine Gänseblümchenwiese. Ist natürlich sehr viel los auf der Seite. Aber wenn man das nicht mag, dann kann man ja diese kieselgraue Seite nehmen. Und muss man ja nicht immer nur für dieses Gänseblümchen-Set benutzen, ne? So, dann haben wir hier die Farbkombination, die finde ich unerwartet schön. Also dieses Kupferbraun mit diesem Pfauengrün zusammen und diesem wilden Weizen. Also das ist schon eine sehr, sehr schöne Kombination, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, was hier noch für Farben drin sind. Wir haben hier noch Azurblau drin, Babyrosa, Terrakotta, Currygelb, Espresso, Gartengrün,
Zitronenparfait, also wesentlich mehr, was man hier auf den ersten Blick sieht, ne? Also ich finde die Kombi hier schon sehr schön, die Farbkombi. Und auch das sieht sehr schön aus, finde ich. So, jetzt haben wir hier die Malve, ne? Die neue Farbe Malve. Und das Babyrosa war hier, glaube ich, noch mit drin, ne? Ich gucke nochmal. Ja, Babyrosa. Malve und Babyrosa passen so genial zusammen. Ich muss mal gucken, ob ich euch das ein bisschen besser hier zeigen kann. Mit dem Licht. Ich hoffe, dass die Farben so rüberkommen, wie sie in echt sind. Ich sehe es aber erst, wenn ich einen Film bearbeite. Und das hier müsste jetzt dieser wilde Weizen sein. Sieht auch irgendwie sehr cool aus. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder so ein großformatiges Blatt. Das eignet sich ja zum Beispiel wunderbar, wenn man hier so eine ganze Seite verarbeiten möchte, ne? Für so ein größeres Layout, ein Bilderrahmen oder sowas. Ist das natürlich mega sowas. Und auf der Rückseite haben wir jetzt dieses Kupferbraun. Das sieht auch hübsch aus. Ich finde hier zum Beispiel ist nicht so extrem viel los. Das geht super. Und hier haben wir noch das Blau. So, also das Designerpapier habt ihr bestimmt schon ganz oft jetzt irgendwo gesehen. Und ich habe ganz fest vor, da auch viel damit zu arbeiten. Und bei dem Rest muss ich jetzt mal gucken. Ich habe noch Steinchen. Ich weiß nur nicht, ob die Steinchen. Also die hier, die habe ich noch. Die kann ich euch noch zeigen. Das mache ich mal anders. So. Schnippel ich mal so auf. Und dann hole ich euch das mal raus. So. Und da seht ihr die Steinchen. Das sieht schon cool aus. Ich glaube, das ist Zitronenparfait, Boho Blau. Und ich tippe drauf, dass das Kupferbraun ist. Und die sind so facettiert. Ich gucke jetzt gerade, mir fehlt hier ein Stein. Voll die Frechheit. Der ist aber auch nicht hier drin. Mir fehlt ein Stein. Das ist gemein. Einer weniger. Aber ganz ehrlich, wegen dem einen Stein werde ich jetzt nicht reklamieren, aber naja, sehr ärgerlich. So, dann tun wir die wieder hier rein. So, und dann haben wir die Reihe der Stimme. So, dann haben wir hier das nächste. Jetzt kommt Schlag auf Schlag, das habe ich nämlich auch. Das ist wieder ein maritimes Set. Ich habe das überlegt, ob ich das brauche. Aber ganz ehrlich, ich finde das schon cool. Das sind jetzt Gummistempel. Ihr seht, ich habe sie noch nicht montiert. Und ich habe ja auch schon so diese ganzen anderen maritimen Sets. Die gebe ich eigentlich nicht weg. Und da gibt es Stanzformen noch dazu. So, die heißen Stanzformen Unterwasserwelt. Das Stempelset hat ja jetzt einen englischen Namen. Ich finde das jetzt ein bisschen unglücklich, weil die sind ja dazu übergegangen, dass die Stanzformen genauso heißen wie das Stempelset. Dann hätten sie das ja auch Beauty of the Deep nennen können, ne? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass man da nicht konsequent bleibt. Aber okay. Und das sind jetzt die Stanzformen. Also, wir können natürlich die Stempelmotive können wir ausstanzen, ne? Das sehen wir ja hier. Aber wir haben auch extra Stanzformen, unabhängig davon. Dann habt ihr hier, es ist so ein bisschen, was ist das, Koralle oder so? So ein bisschen winzig, ein bisschen länger. Und da kann man ganz bestimmt tolle Unterwasserlandschaften gestalten. Sich sein eigenes Designerpapier kreieren. Sieht man ja hier zum Beispiel. Kann man bestimmt auch kombinieren mit diesem Set. Das habe ich jetzt nicht. Das ist aber auch nicht neu. So, dann haben wir hier wieder ein Set, was drin geblieben ist. Kunstvoll koloriert. Und dann haben wir hier Priced Plant. Das ist jetzt so ein Set, wo ich drauf gucke und denke, aha. Also, die kann man jetzt hier, glaube ich, füllen, ne? Also, dass die ineinander gesetzt werden. Erst das, dann das, dann das. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel eine kleine Karte. Aber das überzeugt mich persönlich jetzt nicht. Es sind klassische Stempel. So, dann haben wir hier was. Da finde ich die Art, wie das gestempelt wird, finde ich sehr cool. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich das verwenden soll.
Das ist ja hier so Baumwolle, ne? Und hier hat man so einen Falter und hier haben wir Trauben. Also sieht schon cool aus, wie das rauskommt. Das sieht man ja so ein bisschen hier. Aber mir fehlt einfach voll die Idee, was ich damit machen könnte. So, dann, das ist ja nicht neu. Das sind ja, da gibt es ja diese Stanzformen, kreative Kurven dazu. Die habe ich mir ja geholt, aber das Stempelset nicht. Das ist auch nicht neu. Das ist mit neu. Mit Liebe gestempelt. Das ist das Set, wo ihr immer diesen Copyright-Stempel drin habt. Das ändert sich in jedem Jahreskatalog. Manchmal gibt es auch im Mini-Katalog noch ein extra Set. Also es kann sein, dass man zeitgleich zwei solche Sets hat. Also ich kaufe mir das jetzt nicht, weil ich habe ja noch die älteren Sets. Und jetzt ist hier nicht unbedingt was drin, was ich unbedingt haben möchte. Aber wer noch gar keinen so ein Set hat und gerne Karten verkaufen möchte oder Verpackungen, der braucht diesen Stempel. Und für den wäre es ratsam, wenn er sich dieses oder ein älteres Set mit so einem Stempel einfach besorgt. Und hier habt ihr auch nochmal den Hinweis auf die Angel Policy, nennt sich das, ne? So. Hier haben wir jetzt die Hintergrundstempel. Und ihr seht, es gibt hier einen roten Pepperle. Und zwar für den. Ihr seht hier oben die in der Reihe, die sind neu. Wir haben also hier etwas mit Bären. Hier haben wir so ein bisschen Karo-Muster und Sterne. Die hier gab es schon. Diesen Sonnenstempel habe ich. Der liegt sogar, glaube ich, gerade hier irgendwo. Da. Und die Watercolor World ist geblieben. Dieser große, die große Schneeflocke und das hier ist auch geblieben. Also der Rest ist nicht neu. Wir haben drei neue Hintergrundstempel. Und die sind immer aus Gummi. So, und jetzt kommen die neuen Farben. Da muss ich jetzt mal. Das Designerpapier habe ich euch schon gezeigt. Da werde ich jetzt dann sozusagen eine zweite Runde drehen für das Video. Ich muss nämlich erst die ganzen Farben vorbereiten. So, jetzt habe ich alles mal ein bisschen vorbereitet mit den Farben. Also ich zeige euch immer die neue Farbe. Ich fange jetzt mal mit den neuen Stammfarben an. Und im Vergleich vielleicht zu Farben, die schon da sind oder da waren, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und ich versuche euch das auch einmal abzustempeln, weil ich finde, dass Farbkarton und Stempelfarbe teilweise doch unterschiedlich wirken können. Also das jetzt hier ist Limette. Ich hoffe, man kann das sehen. Hier ist das Stempelkissen dazu. Und ich habe jetzt hier meinen Color Coach liegen. Also das hier ist Lindgrün und das hier ist Papageiengrün. Also wenn man das jetzt hier, das ist vielleicht am ähnlichsten, daneben legt, dann könnt ihr hoffentlich gut sehen, dass das Papageiengrün doch wesentlich mehr Grüntöne hat und das Limette scheint mehr Gelbanteile zu haben. Also es ist von der Helligkeit oder Intensität her relativ ähnlich. Allerdings sind das trotzdem zwei unterschiedliche Farben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, ob ich die zwei kombinieren würde, weil ich finde, es beißt sich. Ein grüner Apfel zum Beispiel würde wieder super passen. Das ist ja ganz ein Tick dunkler, wie ihr sehen könnt. So, und jetzt schaue ich mal. Ich habe hier mal die Lampe so ein bisschen in der Hand, dass ich euch das auch mal abstemple. Ich hoffe, das funktioniert, weil in den Stempelkissen ist so viel Farbe drin. Ich habe da schon ein bisschen versucht, das wegzustreichen, aber so. Und ich nehme jetzt einfach mal diese Stanzmaschine und ihr seht, das ist viel zu viel. Das ist ja der Hammer. Und wenn ich den zweiten Abdruck nehme, sieht man nicht mehr viel. Also, wenn ihr diese neuen Stempelkissen habt, dann müsst ihr unbedingt die Farbe ein bisschen wegstreichen. Und ich habe mit dem hier schon gearbeitet. Das heißt, die Farbe, die kommt auch immer wieder zurück. Das kann sein, dass ihr das eine ganze Weile immer wieder, bevor ihr das benutzt, machen müsst, dass diese Farbe weggedrückt wird, damit ihr ein besseres Stempelergebnis habt. Jetzt machen wir das nochmal. Ich finde, jetzt sieht das schon besser aus. Es ist noch nicht ideal, weil ich finde, man sieht nicht wirklich gut diese einzelnen Linien von der Prägeform. Ich
Ich zeige euch mal. Ich habe hier, glaube ich, irgendwo noch eine liegen. Bei dem Azurblau, glaube ich, war das. Da sieht man, dass es hier ein bisschen detaillierter ist, ne? Aber ihr könnt so ein bisschen erahnen, die Farbe von Limette. Also bei den neuen Stempelkissen habt ihr definitiv das Problem. Also bei allen neuen. Jetzt auch nicht nur bei den neuen Farben, sondern generell, wenn ihr ein neues Stempelkissen kauft, dass da vermutlich viel zu viel Farbe drin ist. Ich weiß, die meinen es gut, ne? Aber viel ist auch nicht immer so toll, finde ich. So, das, glaube ich, ist jetzt so ein bisschen der beste Abdruck. Der hier. So, also hier muss man ganz schön viel Farbe wegtun. Also ich möchte es jetzt auch nicht raussammeln aus dem Stempelkissen. Das finde ich irgendwie schade, aber naja. So, ich mache den sauber, dann kommt die nächste Farbe. So, das ist Azurblau. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das ist tatsächlich ein ziemlich gutes, leuchtendes Blau. Und ich lege mal hier. Nein, also das ist Aquamarin. Ich habe durchaus auch Farben drin, die jetzt vielleicht nicht mehr aktuell sind. Also Karibikblau ist sehr viel heller. Und Pazifikblau ist dunkler. Aber ich finde, die würden sich sehr gut kombinieren lassen. Also wenn ihr noch altes Pazifikblau habt, ne? Und Nachtblau, also ihr seht, extrem. Was haben wir noch? Abendblau ist ja wieder zurück, ne? Da kommen wir auch gleich dazu. Das heißt, dieses Azurblau, das ist so ein bisschen angesiedelt zwischen Karibik und Pazifik. Also es ist genauso dazwischen von der Dunkelheit, dass ihr eine gewisse Vorstellung habt. Und jetzt schauen wir mal. Ich muss hier bestimmt auch erst wieder die Farbe wegstreichen aus dem Kissen. Das ist echt der Hammer, wie viel da drin ist. Es ist ja schon länger her, dass ich mir neue Kissen gekauft habe. Ich habe das schon fast wieder vergessen, wie problematisch das sein kann. So. Ja, das ist auch viel zu nass. Das sehe ich schon am Stempel. Das seht ihr. Also, ist nicht so schlimm wie bei dem bei dem Limette, aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wenn ihr hier so extrem grisselig das habt auf dem Stempel, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass das zu viel Tinte ist. So. Ja, der ist noch ein bisschen besser. Mein zweiter Abdruck ist dann wieder zu schwach. Aber da seht ihr mal die Stanzmaschine. So, also das ist das Azurblau. So, als nächstes bekommen wir Sommerbeere. Also das hier ist Sommerbeere. Das kann ich euch leider als Stempelmotiv nicht zeigen, weil das war das Kissen, was ich reklamieren musste. Das hier ist Bonbonrosa zum Vergleich. Also ihr seht, das ist doch sehr viel dunkler. Hier haben wir Magenta-Rot. Das wirkt irgendwie sehr viel pinkiger als das. Das hier ist Wassermelone. Ist komplett anders, ne? Also das ist der Hammer. Und wenn wir jetzt dann ins Dunklere gehen, finde ich, da ist der Rotanteil riesig. Also hier haben wir doch einen größeren Lila-Anteil. Ich finde, es passt aber extrem gut zusammen mit, also einmal Merlot-Rot. Was ja leider, glaube ich, auch raus ist. Himbeerrot würde auch gehen, finde ich. Ja, und Brombeermus geht natürlich super. Da ist aber der Unterschied extrem groß. Also ich finde so am ähnlichsten von der Intensität war jetzt hier so Wassermelone oder Magentarot, obwohl dieser dunklere lila Anteil hier sehr viel größer ist. Das haben wir hier halt nicht. Hier ist sehr viel Rotanteil mehr drin und hier ist mehr so pinkig. So, jetzt haben wir hier natürlich Abendblau. Das ist ein sehr gedecktes Blau, würde ich mal sagen. Also, wenn wir jetzt hier das Babyblau haben, das hier ist natürlich extrem grell dagegen. So, dann haben wir hier Nachtblau. Das ist extremst blau-lila-lastig, finde ich. Hier ist es Abendblau. Das ist noch drin, ne? Also die Farbe ist ja noch nicht so lange raus. Marineblau passt auch super dazu, finde ich. Und schauen wir mal so vom Stempelmotiv her. Also Abendblau, das Stempelkissen, das musste ich mir ja nicht neu kaufen, weil hatte ich ja noch. So, gucken wir mal, wie die Füllung des Stempelkissens ist.
So, also hier sieht man, in der Mitte habe ich schon sehr viel genommen. Ich muss das nochmal machen. Also hier ist, das ist ganz häufig so, wenn man meistens in der Mitte des Stempelkissens das ist den Stempel positioniert, um Tinte aufzunehmen, dann hat man am Rand noch viel Tinte und in der Mitte ist nicht mehr so viel. So, das sieht doch schön aus, oder? Das ist doch sehr gut geworden, finde ich. Und da seht ihr natürlich jetzt hier den extremen Unterschied zu Azurblau, ne? Zwei völlig verschiedene Blaus, wobei man die, denke ich, sicher sehr, sehr gut zusammen kombinieren kann. So. So, jetzt haben wir hier Pekanuss. Eine ganz, ganz neue Farbe. Die ist noch nie gar vorher. Also bei Stamping Up zumindest nicht. Und das ist ein, ich würde mal sagen, so ein schönes Rehbraun. Also ohne den Rotstich drin. Und wenn ich da jetzt meinen Color Coach daneben lege, dann haben wir ja so erdige oder sandige, das ist Sahara-Sand, das ist extrem hell. Ne? Das geht ja eher in das Graue. Und dann haben wir hier Savanne. Jetzt kommen die ganzen Grautöne. Und wenn ich nach dem Braun gucke, dann muss ich mir in die Mitte. Das kommt bei mir nämlich nach dem Grün. So, also hier so Wildleder. Das, was ja leider rausgeht. Wenn ihr seht, das ist halt. Hier ist eher so ein gräulicher Touch drin. Und das ist eine schöne, warme, braune Farbe. Dann habt ihr hier Terrakotta, ist sehr, sehr rot dagegen, ne? Zimtbraun, das ist auch wieder, da ist so ein rötlicher Touch drin. Ich finde, wir haben in dieser Kombi jetzt hier, also zumindest ich in meiner Farbpalette, habe ich nichts Vergleichbares. Ich finde es sehr toll, dass wir jetzt so ein Braun haben. Und jetzt stempel ich euch das natürlich ab, aber ich glaube, ich muss hier auch wieder erst die Tinte ein bisschen. Also, unglaublich. Bei den helleren Stempelkissen sieht man das ja, dass das dann richtig hell wird, wo man drüber gestriffen ist mit dem Stempelblock. Nur in die Mitte, wo ich da weggenommen habe. So. Und mal gucken. Ist das nicht eine super schöne Farbe? Und ihr seht, also die ist jetzt natürlich noch nass, das wird ja ein bisschen blasser, ne? Ich finde, die Stempelfarben sind doch echt teilweise ein Ticken. Also das wirkt jetzt kräftiger. Ich glaube, das dunkelt auch nicht so extrem nach, aber es passt natürlich super, ne? Also ich finde es ein wunderschönes Braun. Bin ich sehr froh, dass wir das haben. So, als nächstes Pfauengrün ist mein absoluter Favorit bei den neuen Farben. Aber ich fand das schon vorher gut. Ich habe mir das gekauft. Ich weiß gar nicht, als ich eingestiegen bin, ob es das da noch gab. Ich habe tatsächlich das Stempelkissen, die Marker und die Blends davon. Und ich hatte nur noch so ein ganz kleines Ministück Papier. Das heißt, das muss ich mir tatsächlich neu kaufen. Ich finde aber, im Farbton hat sich nichts geändert. Also im Vergleich mit dem Rest ist es noch genauso. Wobei ich ja nicht weiß, ob das die gleichen Hersteller sind jetzt, ne? Und so einen, also eigentlich ist es ja sowas zwischen Grün und Blau, ne? Wenn ich jetzt die Grüntöne zeige, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Lodengrün, ne? Also dann sieht man, dass es viel zu blaustichig ist. Celadon, ja, die ganzen Grünfarben, das ist so, es ist irgendwie kein Vergleich, finde ich. So rum ist wahrscheinlich besser, ne? Man nicht den Rücken sieht. Das ist also, das ist komplett anderes Grün. Und wenn ich zu den Blautönen gehe, also auch mit Bermuda-Blau, was uns ja leider verlassen hat, kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass das Aventurin, das ist, wo alle so diese blaustichigen Grüntöne sind. Und komplett blau ist auch, also es ist so richtig schön dazwischen. Das ist so super. Ich habe damit den Wal gestempelt. Das Set hat uns ja leider auch verlassen. Und kommt total cool raus. Und wir stempeln das jetzt natürlich noch. Hätte ich was vergessen. Ich depp. So, also ihr seht, das Kissen ist ja auch schon benutzt. Da habe ich jetzt hoffentlich nicht das Problem vom Tintenüberschuss. Das ist so eine schöne Farbe. Das ist echt. Echt sehr, sehr, sehr cool. Man merkt gar nicht, dass es meine Lieblingsfarbe ist, ne?
So, das nächste ist Blaubeere. Die hatte ich noch, ich brauchte mir auch den Farbkarton nicht bestellen und auch das Stempelkissen nicht und die Marke und sowas. Das war ja meine In-Color. Und das ist so ein richtig, also mir gefällt das richtig gut. Wenn man jetzt da zum Beispiel das Nachtblau dazu nimmt. So, ich muss mal das Licht wieder hier hinhalten. Dann sieht man ja schon, das ist ja, sehr viel dunkler und ja, blaustichiger kann man schon fast gar nicht sagen, aber sehr viel dunkler. Hier ist ein bisschen mehr lila Anteil drin. Und Pazifikblau, das ist jetzt schon wieder viel zu hell. Und auch das Azurblau, viel zu hell, ne? Also das ist so ein richtig schönes, sattes Blau. Stempeln wir jetzt auch mal. Das ist ja jetzt auch kein neues Stempelkissen und Kissen für mich. Das dürfte eigentlich auch gut klappen. So. So, und im Vergleich jetzt, Faungrün und Blau, ne? Könnt ihr das gut sehen? Wirkt schon anders, ne? Also dieses Grünstichige, und wenn man aber ein Grün daneben hält, dann ist es nicht wirklich grün. Und hier das schöne Blau. Sehr schön. So, also es geht jetzt eigentlich um Lagunenblau. Und ich habe euch jetzt hier mal Faungrün daneben getan, damit ihr mal seht, wie gut das zusammenpasst. Finde ich total, total toll. Und also ich brauche euch jetzt den Farbfächer auch nicht zeigen, weil es in der, das, also auch dieses Minzmakrone, was jetzt da rausgegangen ist. Finde ich, muss das muss mal suchen. Babyblau Aquamarin. Also Aquamarin ist viel, viel heller. Und Minzmakrone. Aventurin ist zu grünstichig, ne? Ja, der auch. Und Minzmakrone auch. Also, aber es ist unglaublich gut von der Farbkombi mit dem Frauengrün. Und jetzt gucken wir mal. Hier muss ich wahrscheinlich auch wieder die Tinte runternehmen. Die ist ja neu. So. Ah, jetzt wird es viel. Also bei manchen Stempelkissen sieht man es dann, dass es richtig schön hell wird in der Mitte. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das machen muss, weil die Tinte ja immer wieder zurückflutscht. Dadurch, dass das ja kopfüber gelagert wird, das ist viel zu heftig. Ne? Ihr seht diese Einzelheiten wie hier. Also da muss man dann wirklich so ein bisschen spielen. Ne, wird irgendwie, muss man noch mehr Tinte wegnehmen. Ne? Aber ihr seht vom von der Farbe her, die zwei passen super zusammen. Ne? So, also das jetzt hier ist dieses Zitronenparfait. Das ist ein sehr, sehr helles Gelb. Ich überlege gerade, also mit Zitrone hat das nichts zu tun. Zitrone wäre viel kräftiger. Das ist jetzt Osterglocke, damit ihr einfach mal den Unterschied seht, wie blass dieses Gelb ist. Das ist dieses Safrangelb, was uns ja jetzt verlassen hat. Und das ist auch so ein bisschen orangiger, würde ich sagen, als das hier. Also hier ist kein Rotton drin. Und ja, das stempel ich jetzt mal. Da finde ich, ist die Farbe sehr blass. Ich weiß noch nicht, ob das so eine Farbe wird, die ich viel benutzen werde. Weil ich finde, dass das schon. Also das hier ist schon mal ganz schlechter Abdruck. Das ist ja der Hammer, was, wie viel Farbe. Ich muss erstmal wieder wegstreichen. Ihr seht schon. Das gleiche Problem bei allen neuen Farbkissen. Wenn die Farbe dann, wenn sie so unten bleiben würde, ne? Machen wir nochmal hier. Das ist auch kein guter Abdruck. Kann ich jetzt nicht sagen. So. Ja, der ist besser.
Also, der letzte jetzt. Ihr seht, das ist sehr, sehr, sehr blass. Ich weiß gar nicht, ob das in der Kamera so richtig gut rauskommt. Aber das ist so der bessere. Ich weiß auch nicht so richtig. Bei Blümchen vielleicht, ja. Aber ansonsten finde ich die Farbe sehr, sehr schwierig. Das hat für mich auch nichts mit Zitrone zu tun, finde ich. Das müsste dann noch ein bisschen quietschiger sein, ja. So wie Lemon. So Neonfarben. So. Das ist mein persönlicher Eindruck. So, dann haben wir jetzt hier so ein schönes Babyrosa. Also wir haben ja schon ein Babyblau und jetzt gibt es ein Rosa. Wir hatten bisher kein richtiges Rosa. Wir hatten ja dieses Kirschblüte und das war so ein dreckiges, graues Rosa. Diese Farbe habe ich ganz ehrlich schon vor über einem Jahr aussortiert, weil ich damit nichts anfangen konnte. Und ich habe noch Farbkarton. Da kann ich euch mal zeigen. Moment. Der Farbkarton, den fand ich so ganz, ganz, ganz nett. So, also wir haben hier im Vergleich, das ist Blütenrosa. Und ich hoffe, man kann das erkennen, dass das so orangig ist. Und das ist Kirschblüte. Und jetzt gucke ich mal, wo ich lila habe. Im Vergleich. Kirschblüte. Und Fräschenlila. So, jetzt machen wir das mal mit meinem, Entschuldigung für das Rumgewurschtel, aber das hier ist Kirschblüte und das ist Fräschenlila. Und ihr seht, das ist total, sorry, anders. Also hier ist rotstichig und das ist sehr lila und das ist tatsächlich richtiges Rosa. Ich befürchte ja, dass die Farben in der Kamera trotzdem nicht so rüberkommen wie in echt, ne? Aber wenn ihr bis jetzt ein richtig schönes Rosa vermisst habt, hier habt ihr das. Und jetzt werden wir da auch noch stempeln. Und bevor es wieder auf einen schlechten Versuch hier kommt, mache ich, könnt ihr das erkennen, den Unterschied, ne? Wenn man die Tinte wegschiebt. Und ich habe das alles schon gemacht, weil ich ja die Katalogbeigaben gewerkelt habe. Und trotzdem kommt diese Tinte immer wieder an die Oberfläche. So. Das ist jetzt ein Rosa. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ist hier ein bisschen blass, aber hier sieht man es eigentlich ganz gut, ne? So. Und ich kann euch jetzt noch Boho Blau zeigen. Und den Rest von dem Video muss ich hoffentlich am Dienstag drehen. Weil die anderen vier In-Color-Farben fehlen mir nämlich. So, jetzt zeige ich euch erst einmal das Boho Blau. Das habe ich als Farbkarton nämlich noch da. Und ich habe hier ein kleines Stück Rauchblau draufgelegt, damit ihr, also das kennen ja viele von euch noch. Diese Farben sind sehr verwandt. Das Boho Blau ist halt einfach dunkler. Und ich denke, dass auch unglaublich gut das Abendblau dazu passt, weil das alles drei sehr gedeckte Blautöne sind. Nicht so, die so reinknallen. Und da werde ich jetzt auch mal im Stempelkissen versuchen, dass ich hier die Tinte abnehme. So, dass wir hier einen vernünftigen Abdruck hinkriegen. Mal schauen. Naja, das könnte durchaus noch wesentlich heller sein. Also ihr seht diese viele Tinte. Gucken wir mal, ob das jetzt besser wird. Bisschen, ja. Ihr seht, also der Farbkarton und die Stempelfarbe, das ist schon ein ordentlicher Unterschied in dem Fall. Ich zeige euch jetzt einfach gestempelt auch noch die anderen In-Color-Farben. Die Stempelkissen habe ich nämlich da. Nur den Farbkarton nicht. Und ich glaube, ihr werdet es verkraften, wenn das Video auch ohne Farbkarton ist. Weil ich nicht weiß, ob am Dienstag dann wirklich das Paket kommt. Dann haben wir nämlich hier Kieselgrau.
Finde ich ein sehr, sehr schönes Grau. Von der Farbe her, das ist ein warmes Grau. Bei Alkoholmarkern sagt man das doch manchmal. Also dieses Anthrazitgrau und so, das ist alles sehr grau und kalt. Und das hier hat so ein bisschen einen Brauntouch drin. Ich kann mal das Stempelkissen. Anthrazit daneben halten, dass ihr das mal seht. Also man sieht den Unterschied schon, ne? Das ist also ein warmes Grau. Ich habe nämlich Copics und da gibt es durchaus neutrales Grau, kaltes Grau und warmes Grau. Und so würde ich das jetzt bei diesem Stempelkissen, bei der Incolor-Farbe auch sagen. So, jetzt muss ich erst mal hier wieder Farbe. Das ist ja ganz genauso. Mit denen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gestempelt. Und ich habe jetzt auch noch keinen Vergleich zum Farbkarton, weil noch keiner da. Aber das sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. Ich glaube, jetzt habe ich das mit der Farbe hier in gutem Maße weggedrückt, weil da sieht man die Einzelheiten sehr gut von dem Motiv. Dann nehmen wir als nächstes mal Malve. Also das erinnert mich an eine blasse Aubergine. Und das passt unglaublich gut zu Himbeerrot und Brombeermousse, finde ich. Ich versuche euch mal das zu zeigen. Moment. Also, wenn ich jetzt diese Farbfamilie hier daneben lege, also Himbeerrot ist ja leider gegangen, aber könnt ihr sehen, wie gut das zusammenpasst? Das ist eine Farbfamilie. Das ist so toll. Also ich hoffe, ihr tut eure alten Stempelfarben nicht auch einfach weg, ne? Nur weil die nicht mehr aktuell sind. Das wäre ja totaler Quatsch. Sondern wenn ihr die noch habt, denkt dran, ich denke, das ist beim Farbkarton genauso. Ihr könnt das super kombinieren, diese drei Farben. So, jetzt nehmen wir hier mal wieder die Tinte. Boah, ist hier viel drin. So, gucken, dass ich nicht zu langsam bin, dass die Tinte nicht wieder zurückkommt. Das ist ein schöner Ton, finde ich. Total schön. Jetzt habt ihr mal die drei Farben schon nebeneinander. So. Na, machen wir jetzt die anderen beiden noch. Das sind ja so. Also, wir nehmen das jetzt mal. Das erinnert mich so ein bisschen, das ist wilder Weizen, an Senfgelb. Aber ich glaube, das gab es mal Senfgelb. Und es fehlt aber so ein bisschen der Gelbstich. Also ganz wenig Gelbstich. Und es gibt im Moment keine vergleichbare Farbe in irgendeiner Form, die ich euch als Vergleich zeigen könnte. Weil ich habe dieses Senfgelb nicht. So, das ist so uralt. Das ist bei mir, so konnte das nie einziehen. So, jetzt gucken wir mal. Und. Ist ein bisschen zu viel Farbe. Das ist so ein Braun mit einem Grünstich, aber mit Wildleder hat es auch nichts zu tun. Ich muss noch mal Farbe abnehmen, es ist zu viel. Das ist echt der Hammer. Definitiv war das immer noch zu viel Farbe. Jetzt sieht es besser aus, ne? Und dann haben wir als nächstes das Kupferbraun. Also Kupfer ist ja, also jetzt von der Farbe vom Stempel her, ich bin sehr auf den Farbkarton gespannt, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das Kupferbraun ist. Das, nee, hätte ich nicht. Aber Kupferbraun ist ja eigentlich so ein richtig schöner, rötlicher Goldton. Hätte ich jetzt gesagt. Also mich erinnert das immer an Gold und ich nehme das auch unglaublich gerne als Metallic-Papier, wenn man so Kupfer hat, weil das manchmal viel wärmer wirkt als
Nur das pure Gold. Ich weiß nie, ob ihr versteht, was ich meine. Jetzt muss ich erstmal hier wieder. Ich wette mit euch. Hier ist unglaublich viel Tinte wieder drin. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Oh Mann, das ist schon wieder viel zu viel. Ich drehe es mal um. Ja, ich muss noch ein bisschen wegmachen. So, dass ihr wenigstens die Inkolor-Farben nebeneinander habt. Also das finde ich ist natürlich schon mal so ein Vorschlag, den man Stamping Up machen kann, dass man vielleicht die neuen Farben nicht so, also die Kissen nicht so voll macht. Das finde ich jetzt unvorteilhaft. Na, wie passt denn jetzt diese Maschine hier noch hin? Na, keine Ahnung, ich stempel es jetzt einfach drüber. Ist das nicht eine geile Farbe? Seht mal. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist so schönes. Ein schönes Rotbraun. Wie so ein Rothirsch. Sehr schön. So, das waren jetzt hier die neuen Farben. Ich schreibe mal kurz auf. So, also, Katalog. Ihr findet halt hier die Farben und ihr seht, hier steht immer da, wieder da oder neu. Das heißt, wieder da. Das heißt, war mal in eine In-Color-Farbe. Ich habe auch die Marker dazu. Sowohl von den neuen In-Color-Farben als auch von den neuen Stammfarben. Das Einzige, wo ich euch jetzt mal als Unterschied zeigen kann, Faungrün habe ich nämlich noch den alten. Da kann ich euch jetzt mal den Unterschied zeigen. Also das hier. Von der Länge her sind die eigentlich gleich, behaupte ich jetzt mal. Ne? Also, wenn ich es so rum mache, die Kappen sind aber kürzer. Ich muss es mal gucken, nicht, dass ich die schon vertauscht habe. Vielleicht doch keine gute Idee, die gleiche Farbe zu nehmen. Ne? Also der neue, doch die neueren, die haben kürzere Kappen. Das hier ist der neuere. Könnt ihr das sehen, dass die Kappe hier? Die ist kürzer. Und dann gucken wir mal. Wir machen erstmal die Schreibspitze auf. Ihr seht, das ist hier wie so eine Art Filzstift. Und bei dem alten sah das aber so aus, wie so ein Feinliner halt, ne? Also wenn ihr das jetzt nebeneinander seht, das ist der größte Unterschied. Und die Pinselspitze, die ist, also da hat sich nichts geändert. Sieht ähnlich aus, nur dass jetzt hier halt bei den neueren das hier schwarz ist und nicht in der gleichen Farbe. Das ist vom Design her, vom äußeren Unterschied. Ja, und angeblich kann man mit dieser Schreibspitze, mit der neuen Filzstiftspitze jetzt besser schreiben. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich echt mit dem schwarzen höchstens mal geschrieben habe, aber nicht mit den farbigen. Die nehme ich höchstens zum Einfärben von Stempelmotiven. Da nehme ich die Pinselspitze. Und wenn mal eine Stempellinie nie so richtig geworden ist und ich keine Möglichkeit zum Korrigieren mehr habe, dann habe ich, wenn ich den entsprechenden Marker habe, da so ganz leicht bin ich da drüber gefahren, um das zu korrigieren. So. Jetzt habe ich mal die Farbwahl noch ein bisschen verändert hier. Dass es ein bisschen heller ist. Dann haben wir hier wie immer die Zubehörsachen, ne? Wo ihr was aufbewahren könnt. Natürlich habt ihr hier die neuen Farbfamilien. Die haben das jetzt so gemacht, dass die neuen Stammfarben, wenn ihr das haben wollt, könnt ihr euch im Paket kaufen. Es gibt auch Mischpakete, wo von jeder Farbe dann zwei Stück drin sind, wenn ihr nicht alles auf einmal haben wollt, ne? Das würde ich euch raten, nicht immer von allem gleich einen Riesenpack zu kaufen, sondern erst schon mal gucken, was für Farben gefallen euch eigentlich. So, die Aquarellstifte, da hat sich halt die Auswahl 1 geändert, weil ja da einige Farben drin waren, die es nicht mehr gibt. Und hier habt ihr wieder so, ihr habt die Basic-Kartons, die extra starken, ne, und die großen. Seidenglanz hat uns leider verlassen. So, und hier haben wir dann Spezialpapiere. Da habt ihr unter anderem dieses Glamour-Papier, was ihr aus der Celebration kennt. Und das gibt es jetzt halt in Champagner und Gold, glaube ich. Ich muss jetzt mal gucken, das ist die Nummer 6. Die Champagner und Gold. Habe ich richtig gesagt, ne?
Und hier habt ihr ganz viele verschiedene Spezialpapiere. Da habe ich mir jetzt noch nichts bestellt. So. Und hier habt ihr die Designerpapiere, so wie immer. Die habt ihr ja in dem Katalog jetzt gerade schon gesehen, als wir durch sind. Hier sind die Spezialpapiere. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Das sind diese beflockten. Das hatten wir im Mini-Herbst-Winter auch. So beflocktes Papier, wo es so samtig ist. Hier habt ihr so Umschläge und Kartensortiment. Das ist an diese Luftballonreihe angelehnt. Hier habt ihr Embossingpulver, Spachtel und sowas, so Zubehör, Wörserfeintinte, nicht Wörserfein. Auch wie heißt es denn, das Embosszeugs? Nee, Wörsermark, das auf der Seite, aber ihr habt hier den Föhn und sowas hier. Dann habt ihr hier so verschiedene Tinten, ne? Also das Stays On, das Memento. Das Weiß, das Kraftweiß, ne? Ein paar Spritzer und Blendingpinsel und diese, wo man die Punkte machen kann, da die Emaille-Effekte. Und hier kommen jetzt noch so Klebemittel. Die Seite, da hat sich nichts geändert. Und dann habt ihr natürlich wie immer Pailletten, Schmucksteine, glitzernde und so. Dieses Gänseblümchen-Zeug, das hatte ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, weil ich das auf Onstage schon gesehen hatte. Ich hatte das schon mal eher bestellt. Von dieser Wetterreihe. Und das wurde übernommen, ne? Also mit diesem Wetterfest. Das Papier ist weg, aber diese Streuelemente sind noch da. Und hier hatte ich mir was bestellt, so Glitzersteinchen. Ich weiß jetzt auf Anhieb bloß gar nicht, welche von denen das sind. Bunte Akzente in Incolor. Incolor ist das. Also wir haben Kupferbraun, Boho-Blau, Malve und Wilder Weizen. Dann müsste doch hier drinnen, ich schneide auf, doch auch noch. Zack, das Kieselgrau sein, oder? Ich sehe da noch was. Kieselgrau. So sieht es besser. Also die Incolor-Farben. Das wollte ich haben und das habe ich mir tatsächlich zweimal bestellt. Ich war gierig. Weil glitzern kann es ja nie genug. Ihr habt hier ganz viele neue Embellishments. Da müsst ihr dann einfach schauen, welche Farben euch zusagen, welche Formen. Glatt oder glitzernd. Natürlich habt ihr hier wieder Bänder, ganz viele Bänder. Hier habt ihr unseren Papierschneider und das Falzbrett. Da gibt es eine Neuerung. Es gibt nämlich neue Bastelaufsätze für den Aufhebhelfer. Das ist, wenn ich ihn gleich finde, der da. Und zwar gibt es da hier diese Teile. Das ist so eine Perforationsrollklinge. Dann habt ihr wie so eine Art Skalpellmesser. Wobei ich, das ist nicht brauche, ich habe ein eigenes Skalpell, aber diese Perforationsklinge. Und dann habt ihr hier noch so einen Stechaufsatz. Also, wo ihr richtig Löcher machen könnt. Das ist neu. Konnte ich mir aber nicht vorbestellen, hätte ich euch sonst gezeigt. Und hier habt ihr jetzt die ganzen Produktpakete, die neu sind. Da sind Tanzstanzen. Ich habe immer Haken, wenn ich schon was hatte. Hier habt ihr alles, was Stempelblöcke und so angeht. Dieses Schwammtuch zum Putzen und sowas. Die Stanzmaschinen. Da sind diese Grundplatten, die man dazu kaufen kann. Die sind jetzt nur online zu finden. Die sind nicht mehr abgedruckt im Katalog. Also keine Angst, ihr bekommt alles, was ihr braucht zu dieser Stanzmaschine, aber wenn es nicht im Katalog ist, dann findet ihr es online. So, und dann haben wir hier noch die Produktpakete mit Stanzformen. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht groß drauf eingehen, weil die haben wir im Katalog schon gesehen. Und hier hinten kommen dann nur Stanzformen, die keine Produktpakete mehr sind oder die unabhängig von irgendeinem Stempelset sind. Also ihr habt zum Beispiel hier Gartenpracht neu. Geometrische Blüten sind neu. Das sind alles Sachen, wo da steht es da, wo ihr vielleicht ein Beispiel damit seht, auf welcher Seite. Die Grüße in 3D. Das ist Englisch leider. Und dann haben wir hier so Hintergrundstanzen.
Und wir haben hier diese Patchwork. Also das hier haben wir schon im Einsatz gesehen. Ich weiß nicht, ob da ein Beispiel war. Habe ich gerade nicht im Kopf. Und hier haben wir ein Stanzformenset Papierblüten. Das sieht man hier im Einsatz. Auf der Rückseite vom Katalog. Mit diesen Stanzformen könnt ihr solche Blüten basteln. So. Und auf Seite 33 ist anscheinend auch noch. Und dann haben wir hier Sticknaht Basics. Also wir haben hier nochmal neue Basic-Formen. So große Fähnchen, so abgerundete Rechtecke und Sechsecke. Dann haben wir hier Zierdeckchen. Die sind auch neu. Und hier haben wir noch die Prägeformen. Und da seht ihr immer da, wo neu ist. Das Mauerwerk, die gedrehten Seile, die geometrischen Muster. Manche Sachen sind in Produktreihen drin. Und rustikale Blüten, ne? Und andere Sachen nicht. Der Rest, Zierdeckchen sind noch neu, genau. Ja, und hier hinten habt ihr wie immer, wenn ihr eine Party ausrichten wollt, Starter-Set. Da seht ihr kurz beschrieben, was es da gibt. Angeblich wird es jetzt im Mai auch eine Einsteigeraktion geben. Ich weiß bloß noch offiziell von nichts. Ich glaube, die Daniela Hödel hat das in ihrem Live-Video gesagt. So, die weiß vielleicht mehr. Die ist ja einige Ebenen über mir. Und hier hinten habt ihr noch die Gastgebersets. Die könnt ihr euch von Shoppingportalen holen. Und dann habt ihr hier wie so eine Art Inhaltsverzeichnis, so ganz grob, der Zubehörindex. Und hier kommt das Alphabetische. Wenn ihr wisst, wie es heißt, könnt ihr hier gucken, auf welcher Seite das ist, ne? So, und dann sind wir durch. Und jetzt wünsche ich euch fröhliches Stöbern. Falls ihr noch keinen Katalog und keine Demonstratorin habt, dann dürft ihr euch gern bei mir melden. Und Bestellungen dürft ihr natürlich auch gern über mich aufgeben. Meinen Gastgebercode findet ihr unten in der Infobox und auch auf der Stamping-Up-Webseite von mir. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Beantworte ich euch gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.